Stuttgart und Tennis. Wer denkt da nicht sofort an den Porsche Tennis Grand Prix und den Mercedes Cup? Aber im Schatten dieser beiden großen Tennisturniere gibt es noch ein weiteres, kleines, aber feines Traditionsturnier. Den Stadtpokal. Ausgetragen vom TC Blau-Weiß-Feigen-Rohr, organisiert von Wolfgang Bruder und seinem Team. Also in Regel sind es wirklich Ehrenamtliche des Clubs, die da das ganze Jahr über an sich schon aktiv sind und mithelfen, damit dieses Turnier zustande kommt. Und vor allem die Arbeit, also dass man eben Sponsoren gewinnt, das ist unsere Hauptaufgabe das Jahr über. Und dann diese Woche, die läuft dann sich nach 34 Jahren fast von selbst. Und weil das so ist, bleibt dem Organisator auch Zeit, das ein oder andere Match live und hautnah anzuschauen. Auf jeden Fall, ja. Ich gucke also immer gern und das Damentennis hat sich ja auch unheimlich entwickelt. Es ist wunderbar geworden. Also gegenüber den Anfängen, jetzt 85 haben wir angefangen. Also da ist ein Riesenunterschied und das hat sich wirklich hervorragend entwickelt und es sind tolle Kämpfe hier. Spitzentennis zum Anfassen. Dafür steht der Stadtpokal. Auch Lena Rüffer und Anna Gabritsch vom TC Waldau genießen die familiäre Atmosphäre in Feigen-Rohr. Ich denke mal, gerade für uns hier, die im Umkreis wohnen und auch trainieren, ist super. Also wir können zu Hause schlafen, wir haben hier unsere heimischen Gebiete, sage ich mal. Es ist echt sehr angenehm und auch das Turnier hier ist super organisiert, die geben sich viel Mühe und also es ist echt super cool immer. Klar, es ist sehr schön, gerade auch, weil man zu Hause schlafen kann. Das kann man jetzt im Sommer nicht sehr oft, weil man eher in weiteren Städten spielt. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, gerade auch, wenn Freunde vorbeigucken und einem zuschauen und einen auch supporten. Deswegen ist es ein schönes Gefühl. Eine Woche Turnier, 51 Wochen Organisation. Trotz all der Arbeit gibt es einen guten Grund, das Turnier auch weiterhin zu organisieren. Einfach der Spaß auch. Also das Turnier ist einfach jetzt ist ein bisschen Herzenssache geworden über die ganzen Jahre. Und also solange ich es noch mit dem Enthusiasmus machen kann, mache ich es noch. Am Samstag ab 14 Uhr finden die Halbfinals statt. Das Finale steigt dann am Sonntag ab 14.30 Uhr.